Willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute möchte ich mal wieder auf einige Zuschauerkommentare eingehen und auch auf die große, große Angst, die aus diesen vielen Zuschriften hervorgeht. Es ist richtig, auf dem Planeten zurzeit gibt es eine ganze Menge Chaos, eine ganze Menge Unruhe, ganz viele Dinge, wo wir uns fragen, was passiert hier gerade? Wie soll es weitergehen? Unsicherheit. Wir haben ganz viele Unsicherheiten in uns. Wir haben auch ganz viel Angst in uns. Das kommt natürlich nicht irgendwoher. Diese Angst führt natürlich auch dazu, dass viele Menschen sich wie gelähmt fühlen. Und bei anderen führt es tatsächlich dazu, dass sie statt in der Liebe, in der Positivität zu bleiben, in die Negativität reingehen. Ja, ist natürlich auch unglaublich schwierig, in der Positivität oder in der Liebe zu bleiben, wenn ich sehe, dass um mich herum alles zusammenbricht, wenn auch die Gefahr, wenn ich es so Gefahr nennen möchte, egal aus welcher Richtung die Gefahr kommt oder was ich als Gefahr betrachte, wenn diese Gefahr gefühlt immer näher kommt, dann steigt natürlich auch die Angst. Es wird auch damit gearbeitet. Wir sehen das auch in den Medien. Ja, ganz viel, denn es gibt ganz viele Nachrichten. Plötzlich ist auch das Wetter eine Gefahr. Plötzlich ist auch das Klima eine Gefahr. Plötzlich kann es auch Gefahren geben bei einem Spaziergang. Wenn Sie ganz bewusst darauf achten, dann merken Sie, dass ganz, ganz, ganz viel damit auch gearbeitet wird. Dass ganz normale Menschen, die sterben, weil jeder von uns irgendwann den Planeten, die Erde, Mutter Erde verlassen muss, wird auch das teilweise als Angst benutzt. Es ist eine Strategie, ich kann damit arbeiten und es wird damit gearbeitet. Aber wie kann ich als Einzelner damit umgehen? Ganz viele Zuschriften, wie gesagt, zeigen mir, dass da ganz große Angst und auch ganz große Unsicherheit ist. Die wichtigste Frage, die ich mir selber auch stelle, ist immer, weshalb bin ich auf diesem Planeten? Weshalb bin ich auf dieser Erde? Was ist meine Rolle? Was ist meine Aufgabe? Viele Menschen denken darüber ihr Leben lang nach und finden ihre Aufgabe nie. Versuchen wir mal im Kleinen, ganz im Kleinen, von dieser Aufgabe auszugehen. Manche denken, es muss eine große Aufgabe sein. Ich muss die Erde retten. Ich alleine, ich kleiner Mensch, muss die Erde retten. Ich muss Großes tun. Dafür bin ich hier. Ich habe ganz große Aufgaben. Die ganz großen Aufgaben sind manchmal und meistens die ganz kleinen Dinge. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die ganz große Aufgaben haben. Und überlegen Sie mal diese ganz großen Aufgaben. Aus welcher Position heraus schaffe ich es, ganz große Aufgaben zu erfüllen? Oder ganz große Musikstücke, wo ich ja schon drüber gesprochen habe, oder Bücher zu schreiben. Glauben Sie wirklich, dass ich meine ganz großen Aufgaben bewältigen kann, aus einer Negativität heraus, aus einer Verurteilung heraus, aus einer Angst heraus? Nein, ganz große Aufgaben kann ich nur bewältigen, wenn ich in der Liebe bin. Und das ist schwieriger, als ich denke, schwieriger, als ich mir vorstellen kann, tatsächlich in der Liebe zu sein. Es ist eine Aufgabe. Fangt an bei den kleinen Aufgaben. Fangt an täglich darüber nachzudenken, weshalb bin ich hier? Bin ich hier, um wie ein Tier zu leben? Von Tag zu Tag in den Tag hinein. Zu essen, zu trinken, Spaß zu haben. Zur Arbeit zu gehen, meine Arbeit zu erledigen, abends nach Hause zu kommen, ohne über mein Leben nachzudenken. Das ist das Leben wie ein Tier. Oder bin ich hier, um meine Aufgaben, die Aufgaben meiner Seele zu bewältigen? Was sind die Aufgaben meiner Seele? Meine Seele ist hier, jeder einzelne von uns ist hier, um seine Aufgabe zu erfüllen. Und das heißt vor allen Dingen zu lernen, in der Liebe zu sein, zu teilen, positiv zu sein. Zurzeit leben wir in einer Zeit, wo gefühlt die Dunkelheit, der Teufel, wenn man so will, oder wie man es auch nennen mag, einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns hat. Um etwas Positives zu bewirken, brauche ich Energie. Ja?
Ich schreibe kein Buch, mache kein Musikstück, erfinde nicht das Rad, indem ich mich auf die Couch setze und den Fernseher einschalte. Funktioniert nicht. Ich muss was tun. Es muss Energie freigesetzt werden. Erst in meinem Kopf, dann muss aus dieser Energie der Gedanken etwas entstehen, eine Idee. Ich schreibe es vielleicht auf und dann irgendwann setze ich es um. Es ist Energie. Und woraus entsteht Energie? Ganz viel Energie auch aus negativer Energie. Ich kann negative Energie umwandeln in positive Energie. Ganz einfach. Es sind die wissenschaftlichen Gesetze. Es ist die Quantenphysik. Ich kann aus viel negativer Energie viel positive Energie umsetzen. Es funktioniert. Manche denken vielleicht Quatsch. Nein, ich bleib mal auf meiner Couch sitzen, vor meinem Fernseher. Es funktioniert nicht. Jeder einzelne von uns hat eine große Aufgabe, allerdings nicht alleine die Welt zu retten. Das funktioniert nicht. Das überlegen sich Kinder oder Jugendliche, die sagen, ich will die Welt retten, ich gehöre zu den Guten. Als Kind, als junger Erwachsener hat man nur beste Intentionen. Man will die Welt retten, man will etwas verändern, man hat große Pläne und dann irgendwann werden aus diesen großen Plänen oft große Frustrationen. Wie kann das sein? Weil ich vergessen habe, wer ich bin. Weil ich vergessen habe, dass ich niemals alleine bin. Alleine kann ich gar nichts schaffen. Und deswegen hier mein Appell wieder an alle. Habt doch endlich Vertrauen. Habt doch endlich Vertrauen in euch selbst und habt Vertrauen in den Schöpfer. Er ist da. Ein Zuschauer hatte geschrieben, und das ist wirklich oft so, und das geht mir genauso, dass ich oft denke, es wird nicht funktionieren, es kann nicht funktionieren. Das Auto musste durch den TÜV. Und er hat gedacht, diesmal nach 23 Jahren kriege ich es nicht mehr durch den TÜV. Und was ist passiert? Es ist ohne Mängel durch den TÜV gekommen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, aber der Schöpfer kann nicht überall sein. Er ist vielleicht bei dem anderen, aber nicht bei mir. Ich habe immer nur Pech. Nein, 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 nein. Es ist nur die falsche Einstellung vielleicht. Es ist einfach, glaubt mir. Und es gibt Menschen, die sagen, und auch ich gehöre manchmal dazu, wenn ich jetzt das hätte, dann würde es mir gut gehen. Wenn ich jetzt das hätte, wenn ich eine Million hätte, wenn ich weniger Sorgen hätte, wenn ich einen anderen Mann hätte, wenn meine Kinder anders wären, wenn meine Eltern anders wären, wenn ich woanders geboren wäre, dann hätte ich weniger Sorgen. Nein, nein, das ist die negative Seite, aus der ich dann denke. Wenn ich das und das alles hätte, dann würde es mir gut gehen. Nein, ich habe jetzt genau das, was ich haben muss, um meine Aufgaben zu bewältigen. Genau das, was ich haben muss. Und meine Aufgabe ist es, Liebe zu verbreiten und zu teilen. Auch mein Mitgefühl zu verteilen. Die Frage ist wirklich auch, handle ich aus dem Mitgefühl heraus oder handle ich aus dem Verurteilen heraus? Es ist so viel Verurteilen zurzeit da, bei allen Menschen. Mir scheint es manchmal so, als wird es immer mehr. Die Verurteilung der anderen. Ihr seid die Bösen, wir sind die Guten. Habt doch Mitgefühl. Nur ganz, ganz wenige Menschen vielleicht, ich glaube sogar nicht einmal ein einziger auf diesem Planeten, tut er wirklich etwas, absichtlich, um andere zu schaden. Die meisten Menschen tun etwas nicht, um andere zu schaden. Fast alle. Es gibt vielleicht ein paar, die sind so in der Negativität drin, dass sie wirklich anderen schaden möchten. Die meisten tun es allerdings nicht, um andere zu schaden, sondern um sich selbst zu bevorteilen. Das Ego steht an erster Stelle. Die meisten Menschen tun etwas nicht, um andere zu schaden, sondern weil ihr Ego an erster Stelle steht. Sie sind in der Negativität gefangen. Es ist ein Gefängnis und sie kommen nicht raus. Versucht doch, aus dem Mitgefühl zu denken, aus der Liebe zu denken, aus dem Teilen. Das hier ist die ganz, ganz, ganz große Prüfung. Ich habe immer gesagt, der Sturm kommt immer näher. Der Sturm ist immer näher gekommen.
Er ist immer noch nicht da, glaubt es mir. Es wird noch härter werden. Davon gehe ich aus. Ich will damit keine Angst machen. Ich will euch nur vorbereiten. Denn wir haben immer noch nicht gelernt. Wir lernen immer noch nicht. Ganz im Gegenteil. Wir verurteilen immer mehr.